Danke. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich liebe meine Arbeit. Das stimmt nicht ganz. Ich liebe meine Arbeit im Ausland. In Deutschland arbeite ich mittlerweile so mittelgerne. Das liegt unter anderem daran, dass es richtig schwierig geworden ist, zu reisen. Ja? Wer fährt ab und zu mit der Deutschen Bahn? Aufgehört. Gute Entscheidung. Also, vor ein paar Wochen bin ich mal wieder mit der Deutschen Bahn gefahren. Es gibt übrigens den Spruch bei uns, genießen Sie die Fahrt in vollen Zügen. Dieses Werbeversprechen wird zu 100% eingelöst. Und so war ich mal wieder unterwegs von Aachen nach Stuttgart und genoss die Fahrt in einem vollen Zug. Und es kam eine Durchsage. Schönen guten Tag, liebe Reisegäste, hier spricht Ihr Flugbegleiter, Entschuldigung, Ihr Zugbegleiter. Wir haben im Moment eine Verspätung von 20 Minuten. Grund dafür ist ein Triebwerksschaden. Und ich habe so gedacht, ja okay, 20 Minuten Triebwerksschaden, passt. Dann ein bisschen später, nächste Durchsage. Sehr verehrte Reisegäste, hier spricht Ihr Zugbegleiter. Wir haben jetzt eine Verzögerung von einer Stunde und 10 Minuten. Grund dafür ist ein Personenschaden. Ihr wisst alle, was das heißt. Und ich so, ja, okay, das ist eben so. Und nochmal später kam eine dritte Durchsage, dann meinte der Zugbegleiter allen Ernstes, sehr verehrte Reisegäste, hier spricht Ihr Zugbegleiter. Wir haben im Moment eine Verspätung von 2 Stunden und 27 Minuten. Grund dafür ist, wir haben uns verfahren. Und ich breche zusammen. Ich denke, Zugbegleiter, du hattest einen Job. Aachen, Stuttgart, Gleise. Immer diesen Gleisen nach. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Aber das Beste war die Reaktion der anderen Passagiere. Die haben so gemeint, ja klar, das kann natürlich schon mal passieren. Ja. Kommt natürlich mal vor, na klar. Also, deswegen arbeite ich nicht so gerne in Deutschland. Es gibt zahlreiche Verspätungen, das Reisen ist schwierig und irgendwie sind auch die Seminarteilnehmer immer so ein bisschen schlecht gelaunt, jedenfalls in meinen Seminaren. Es ist schwierig, so eine richtige Stimmung dahin zu bekommen. Ich bin aber gerne Deutscher und ich bin besonders gerne Deutscher im Ausland. Da geht es mir so richtig gut, da werde ich gefeiert. Ja, ich arbeite ganz viel in Dubai, ich arbeite in San Francisco, ich habe in Afrika jetzt 2 Monate arbeiten dürfen, in französischer Sprache sogar. Und ich liebe es und ich werde geliebt. Das ist ja auch ganz wichtig. Warum werde ich geliebt? Weil ich Deutscher bin. Es reicht, wenn die Leute wissen, ah, jetzt kommt der Deutsche. Und auch in internationalen Projektteams erlebe ich, alle wollen mit dem Deutschen im Projektteam sein. Warum? Der ist einfach gut. Wir sind einfach gut. Wir Deutschen sind einfach gut. Wir sind gute Ingenieure. Wir sind zuverlässig. Wir sind pünktlich. Ja, auf den Deutschen ist Verlass. Deshalb, wir haben einen richtig guten Ruf. Vielleicht ist der Ruf sogar besser als die Realität. Aber wir haben einen richtig guten Ruf im Ausland. Aber wenn der Vormittag vorbei ist mit allen möglichen Arbeiten und es kommt jetzt Mittagessen, dann will niemand neben dem Deutschen sitzen. Kennt ihr das? Warum will niemand mit dem Deutschen neben dem Deutschen sitzen? Weil es ist Mittagessen und der Deutsche arbeitet einfach weiter beim Mittagessen. Ja? Italiener und der Franzose und der Amerikaner, die reden über das Essen, das Leben, die Liebe und der Deutsche sitzt am Mittagessen und sagt,
Yes, the morning was not bad, but I think from the agenda, we only covered 3 of the 7 bullet points, and I think we still have some serious quality issues in the project, and we have to talk about how to optimize the processes, and I think this is not very satisfying, so I think after the lunch, we have to still cover more bullet points from the agenda. Und wenn ich so die anderen Deutschen dann so erlebe, dann denke ich immer, Deutscher, hast du kein Leben? Hast du schon geliebt, gelacht, geweint? Erzähl doch mal was. Hast du ein Hobby? Ja, machst du gern Sport oder gefällt dir Musik? Ja. Und das ist irgendwie schwierig. Das fällt dem Deutschen irgendwie schwierig, da so rauszukommen. Deshalb mein Impuls an euch, zeigt euch doch bitte, zumindest in den Pausen, als Mensch, ja, und nicht als Arbeitnehmer. Und wir machen hier gleich eine Pause, da könnt ihr das wundervoll ausprobieren. Meine Botschaft ist, liebe Deutsche, es ist toll, dass wir Deutsche sind, aber zeigt euch ab und zu als Mensch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön.